Wir haben ein Problem bei der PlayStation, gleichermaßen bei der PS5, genauso wie bei der PS4, nämlich zu wenig Speicher. Und Speicher ist teuer. SSDs sind meistens noch teuer, die werden zwar günstiger, aber es gibt halt auch eine günstigere Lösung. Und hier kommt das Hamburger Unternehmen Graugier ins Spiel. Denn die produzieren Festplatten speziell für die PlayStation. Ja, jetzt komme ich mit einer Festplatte, mit einer HDD ums Eck. Obwohl das ja eigentlich das veraltete Format ist, denn aktuell baut ja jeder SSDs ein. Natürlich zu Recht, denn SSDs sind einfach schneller. Aber es gibt immer noch einige gute Gründe, um auf eine Festplatte, eine HDD zu bauen. Und dazu habe ich hier das Graugier Gaming Hard Drive am Start. HDDs sind halt immer noch eine gute Möglichkeit, um günstig viel Speicher zu bekommen. Ist auch kein Wunder, dass HDDs immer noch beispielsweise in Servern oder Netzwerken zum Einsatz kommen. Und gerade für das Auslagern von Daten ist das hier jetzt richtig interessant. 4 Terabyte für knapp 130 Euro, das ist echt ein guter Preis. Auch deswegen, weil ihr hier auch noch ein Gehäuse kriegt. Und zwar ein schickes Gehäuse aus Aluminium. Das hat natürlich den Vorteil, dass Aluminium als Metall natürlich Wärme besser abführen kann. Denn so eine HDD, genauso wie eine SSD, die können schon durchaus warm werden. Und zudem ist diese HDD, die ich hier habe, diese Festplatte, im Design der PS4 gestaltet. Und das gefällt mir echt gut, auf oder neben dem Gerät. Angeschlossen wird das Ganze an der Rückseite über USB-C nach dem Standard 3.2. Das heißt, das ist auch genügend schnell. An der PS4 vielleicht nicht, eher an der PS5. Das schauen wir uns aber jetzt gleich an. Für die Festplatte ist auch noch ein externes Netzteil mitgeliefert. Und was mir auch sehr gut gefällt, es gibt hier einen Ein- und Ausschalter, damit ihr nötigenfalls das Gerät auch komplett vom Strom trennen könnt, damit es nicht durchgehend permanent mitläuft. Zum Anschluss wird ein kurzes Kabel mitgeliefert, ein USB-C-Adapterkabel zum Anschluss an die Festplatte. An der anderen Seite hat man die Wahl, entweder USB-A, zum Beispiel jetzt für die PS4, oder auch USB-C, beispielsweise für die PS5. Und das schließen wir jetzt gleich mal an. Das Kabel vom Netzteil ist ein bisschen kurz. Da braucht ihr in der Nähe tatsächlich eine Steckerleiste, aber die braucht ihr sowieso für die Konsole. Schalten wir das Gerät ein und gucken gleich mal. Unter Einstellungen Speicher wird diese Festplatte gleich direkt erkannt als erweiterter Speicher. Denn, wie erwähnt, Graugier liefert das Gerät vorformatiert aus. Das heißt, das läuft Plug and Play direkt an der PlayStation, egal ob PS4 oder PS5. Fangen wir zuerst an der PS4 an. Wenn ich die Festplatte direkt anschließe, sehe ich, wir haben 3,68 Terabyte Speicher übrig. Also freien Speicher, Netto-Speicher zur freien Verfügung. Und den kann man ganz easy bespielen. Wenn wir auf Anwendungen gehen, können wir Daten bzw. Spiele in den erweiterten Speicher verschieben. Und ich habe das jetzt hier schon mal gemacht und habe jetzt hier schon mal etliche Spiele ausgelagert. Und wenn wir mal hier durchgucken, dann sind das 18 Spiele, die ich hier ausgelagert habe. Und die brauchen gerade mal 640 GB. Das heißt, ich habe jetzt immer noch über 3 Terabyte frei für noch mehr Spiele. So eine Spielgröße variiert natürlich. Es gibt Spiele, die haben 120 GB. Es gibt auch Spiele, die haben nur ein paar Hunderte an Megabyte. Aber sagen wir mal, mit einer Durchschnittsgröße von 40 GB, dann passen auf eine 4 Terabyte Platte so um die 60 Spiele. Und hier könnt ihr eure PS4-Spiele nicht nur auslagern, sondern auch direkt vom erweiterten Speicher aus auch spielen. Und die Festplatte geht, wie erwähnt, nicht nur an der PS4, sondern auch an der PS5. Und das schließen wir gleich mal an. Dazu müssen wir die Festplatte allerdings auswerfen. Das ist nämlich wichtig, damit es keinen Datenverlust gibt. Auf der PS4 ist das unter Geräte, unter USB-Speichergeräte. Und hier können wir die Verwendung des erweiterten Speichers beenden. Okay, jetzt können wir die ausstecken und an die PS5 anstecken. Und das ist das Praktische daran. Ihr könnt die Festplatte direkt von der PS4 mitnehmen zur PS5. Auch zum Datentransfer, beziehungsweise einfach um eure Spiele mitzunehmen. Angenommen, ihr wechselt mal von der PS4 auf die PS5. Was übrigens echt empfehlenswert ist, dass ihr mal von der PS4 weggeht. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt das Ganze, die ganzen Games mit rübernehmen. Und wenn ich jetzt hier auf der PS5 gucke,
gehe ich auch wieder bei Einstellungen rein, bei Speicher. Und da haben wir wiederum den erweiterten USB-Speicher, GrauGear Satellite mit 3,68 TB Größe. Und hier sind wiederum alle Spiele da. Und PS4-Spiele kann ich von hier aus auch genauso starten. Aber, jetzt kommt das Aber, PS5-Spiele lassen sich nicht von der externen HDD starten. Die müsst ihr umkopieren auf den internen Speicher. Und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich neben dem normalen Konsolenspeicher, der immer zu knapp ist, auch einen M2-SSD-Speicher habe, in dem Fall 1 Terabyte, und auch gerne immer noch einen erweiterten USB-Speicher, um Games auszulagern, wo ich weiß, die spiele ich gerade nicht, aber die werde ich in Zukunft auf jeden Fall wieder spielen wollen. Und ich habe jetzt keinen Bock, beispielsweise ein Assassin's Creed Odyssey nochmal herunterzuladen, weil das hat eine Größe von 113 GB. Und hier ist das Handling der Games eben genauso. Ihr könnt hier auch die Spiele verschieben und auslagern. Und ein PS5-Spiel, das ausgelagert ist, kann ich dann eben einfach wieder in den Konsolenspeicher oder den M2-Speicher rüber verschieben. Also kurzum, eine praktische und günstige HDD-Lösung für die PlayStation. Aber nicht nur für die PlayStation, ihr könnt diese Festplatte natürlich auch am PC betreiben. Das ist eine ganz normale USB-Platte und per USB läuft die auch an jedem PC. Ihr müsst sie allerdings am PC umformatieren, denn das Datenformat von der PlayStation funktioniert nicht am PC. Allerdings beim Umformatieren sind natürlich dann eure PlayStation-Games weg. So oder so könnt ihr die Festplatte dann auch da beispielsweise zur Datensicherung nehmen. Mehr Infos zu GrauGear und dieser Festplatte ist unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, noch viel Spaß beim Spielen.